Ja, da guckt er, ne? Also eigentlich wollte ich euch nur mal kurz zeigen, was ich jetzt hier so gerade veranstalte und einfach mal eine Kamera ausprobieren, eine andere. Ja, ich habe mir mal hier so eine Kamera besorgt oder gekauft, um einfach mal zu gucken, wie ist denn da der Ton, wie ist denn da das Bild und so weiter und so fort. Sicherlich wird die das ein oder andere Video damit nicht ganz so hervorragend werden, aber ich probiere es einfach erstmal aus. Ne? Und das nächste ist, ich möchte euch einfach mal schon schöne Weihnachten wünschen. Ne? Und vor allen Dingen fleißigen Weihnachtsmann und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich sage einfach mal, ja, ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, auch im neuen Jahr. Und natürlich wünsche ich euch all das, was ihr euch selber wünscht. Ne? Ja, gut, also wie gesagt, ich mache hier ein paar Sachen, KR50 am Rahmen und so weiter, ein bisschen schleifen, Rost abmachen und so. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Gut, hier habe ich, wie gesagt, einen Tank gekriegt. Also nicht gekriegt, sondern habe ich mir hier schweißen lassen. Da da jetzt eine Schweißnaht ist, wollte ich die jetzt nicht abschleifen. Das heißt, ich habe das jetzt ein bisschen gespachtelt. Und dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen gespachtelt habe, muss ich das natürlich schleifen, ist klar. Und dann habe ich auch gleich noch ein bisschen den Tank ein bisschen angeschliffen. Sieht man ja hier, ne? Dann habe ich das Blech bearbeitet. Das kommt in einem anderen Video. Dann bin ich jetzt hier gerade bei, den Rost runter zu machen. Mit der Drahtbürste ganz normal. Ne? Da ist die hintere Schwinge. Und den will ich das lackieren. Aber bei dem Wetter, was haben wir denn hier für Temperaturen? Also heute will ich es nicht lackieren. Ah, sieht aus wie 5 Grad oder so. Wissen wir, wie man das sehen kann. Der Rahmen hat jetzt überall noch Rost dran, da oben zum Beispiel. Ne? Das muss ich alles mit der Drahtbürste noch sauber machen und dann den Ständer unten und so weiter. Geschweißt ist es auch. Ne? Wie gesagt, sieht nicht ganz so hübsch aus, aber ist alles perfekt und fest und das sieht man sowieso nicht. Aber das kommt noch in einem anderen Video. Also wie gesagt, mehr möchte ich euch dazu nicht verraten. Ja, und ganz besonders cool finde ich, dass mir Leute ja wieder was von meiner Amazon-Wunschliste gespendet haben. Das finde ich total klasse von euch. Und zwar habe ich eine Kette bekommen. Ne? Also eine Kette, also nicht zum Ummachen hier so eine Kette, sondern so eine Mopedkette für den KR50. Dann habe ich wieder bekommen so ein Vergaser. Regenerierungsset, also wo eine Nadel drin ist, eine Vergasernadel und so weiter, eine Düse. Dafür sage ich auch schon mal danke. Also super, danke. Ja, da freue ich mich ganz besonders drüber, wenn so ein Paket kommt. Und dann habe ich noch 10 Euro per PayPal gespendet bekommen. Dafür habe ich dann mal so Motordichtung gekauft. Und so. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wie gesagt, guten Rutsch, habe ich ja schon gesagt, bla bla bla. Wir sehen uns denn. Ne? Macht's gut, haut rein, euer Torti.